Hallo liebe Kinder, ich bin mein Kunstrasen, um euch eine positive Nachricht zu geben. Wir dürfen ab Mittwoch wieder trainieren, aber nur, wenn wir uns an die Regeln halten. Und die folgen jetzt. Regel Nummer 1, jeder muss gesund sein. Sobald ihr krank seid oder einer aus eurer Familie sich unwohl fühlt, bleibt bitte zu Hause und gebt uns Bescheid, wenn ihr nicht kommt. Regel Nummer 2, jeder kommt in seiner Trainingskleidung, da wir die Kabinen nicht öffnen dürfen, bringt seine eigene Trinkflasche mit und stellt diese dort ab, wo wir euch das sagen. Wenn ihr niesen müsst, ja, und kein Taschentuch zur Hand habt, dann niest in die Ellbogen. Außerdem ist das Spucken auf dem Platz verboten. Regel Nummer 3. Jeder versucht sich bitte an die gültigen Abstandsregeln zu halten. Das heißt, die 1,50 Meter Abstand zu wahren. Wir können uns gerne zur Begrüßung mit einem Fußhandshake begrüßen, aber jegliche Umarmung, Hände klatschen oder drücken ist verboten. Regel Nummer 4. Gäste, wie zum Beispiel Mama, Papa oder Opa, bringen euch zum Training vorne am Eingang, das wird ausgeschildert sein, bringen euch dort hin, wir Trainer nehmen euch entgegen und dann müssen die Eltern und bzw. die Gäste hinter dem Zaun bleiben. Am Ende des Trainings können euch die Eltern wieder im Ausgangsbereich abholen, das ist genau gegenüberliegend vom Platz. So, hier ist dann der Ausgang. Hier können euch eure Eltern dann wieder in Empfang nehmen. Und wenn ihr mit Fahrrädern seid, dann packt die am besten hier schon ran. Nicht, dass ihr nachher erst wieder zum Eingang müsst. Ansonsten, wenn ihr zwischendurch mal auf Toilette müsst, für kleine Geschäfte könnt ihr gerne die Hecke benutzen. Für große Geschäfte nehmt ihr den Ausgangsbereich und lauft dann zu den U-Kabinen. Zeige ich euch gleich in einem anschließenden Video. Dort könnt ihr dann auf Toilette gehen. Und wenn ihr dann wieder zum Platz kommt, betretet ihr den Platz wieder über den Eingangsbereich. So, am Ende des Wegs findet ihr hier die beiden roten Türen und da hinten da befinden sich dann auch die Toiletten. Ja. Alle anderen Räume dürfen nicht betreten werden. Das betrifft die Terrasse oben oder auch den Arena-Trakt. Hinter mir seht ihr den Raum für unsere ganzen Materialien. Der ist zurzeit gesperrt, ja, für euch und auch für eure Eltern. Auf dem Platz selber ist es so, dass wir den Platz in zwei Platzhälften einteilen, auf der jeweils sich immer nur 12 Personen befinden dürfen. So, wie kann man sich also so ein Training vorstellen am Mittwoch? Ihr kommt einfach mit guter Laune am Mittwoch hier an, ja, habt eure Trainingsflasche in der Hand, wir werden euch vorne am Zaun abholen. Wichtig ist, dass Mama und Papa die Einverständniserklärung unterzeichnet haben. Die werden wir entgegennehmen. Und dann läuft dann jede Gruppe mit ihrem Trainer hin, stellt ihre Trinkflasche ab und dann erklären wir euch nochmal ein paar Sachen und dann geht es auch schon los. Ja, die Eltern können draußen am Zaun zugucken und nach dem Training nehmen euch eure Eltern im Ausgangsbereich wieder entgegen. Ja? Ich hoffe, wir haben wieder richtig viel Spaß im Training, weil das waren jetzt wirklich 12 Wochen, wo wir auch selber nichts machen konnten und wir haben einfach jetzt auch richtig Bock, mit euch mal wieder Fußball zu machen. Ja, zwar ohne Kontakt, aber wir lassen uns trotzdem ein paar lustige Übungen einfallen. Also, bis Mittwoch, euer Tommy.